Ihr sucht nach einer Möglichkeit, die Leben von Mobs und Spielern anzuzeigen? Das und vieles mehr ermöglicht euch Damage Indicator. Lieber Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Mod-Review von Verminus07 in Kooperation mit dem Team vom Minecraft Version Changer. Ja, ihr habt es eben im Intro schon gesehen. Heute geht es mal um den legendären Damage Indicator Mod. Was dieser Damage Indicator Mod macht, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich zeige es natürlich nochmal ausführlich. Und zwar spawnen wir uns einfach mal ganz normal hier ein Schaf und da ist es. Und hier links oben in der Ecke seht ihr, ich habe es gerade mal größer gemacht, das ist normalerweise nicht so groß, seht ihr eine Information über dieses Schaf. Wenn wir das Schaf angucken, dann bekommen wir diese Information oder wenn wir einfach dicht genug dran ist. Alle Tiere im Radius von 20 Blöcken werden dann angezeigt. Zuerst einmal sehen wir da so eine Foto, so eine grüne in dem Bild, hier links oben eben. Und das bedeutet, dass der Mob friedlich ist. Das heißt, das Schaf würde uns nicht angreifen, ist ja auch von Schafen so bekannt. Wir sehen dann ein Bild des Schafes und dann sehen wir den Namen des jeweiligen Tieres und darunter noch eine Lebensanzahl. Das Schaf in diesem Fall hat 8 Leben, ein Spieler hat in dem Fall 20 Leben, ein halbes Leben zählt das sozusagen immer. Und wenn wir jetzt das Schaf immer mit dem Diamantenschwert anschlagen, dann kommt da so eine rote 7 raus und die hieß, das Schaf hat 7 Damage bekommen. Und ihr seht es auch, die Leiste mit dem Leben ist ziemlich zurückgegangen. Das Schaf hat nur noch ein Leben, töten wir es jetzt, minus 6 und es ist tot. Ja, so einfach ist das Ganze. Das ist die Hauptfunktion der Modifikation. Könnten wir mal noch mit einer Kuh beispielsweise testen. Und jetzt haben wir hier den Sound kaputt gemacht, setzen wir den nochmal ganz kurz wieder hin und spawnen uns beispielsweise mal ein Chicken. Ein Chicken hat 4 Leben und wenn wir es mit der Hand schlagen, sehen wir, bekommt es ein Damage und das Ganze wird dann hier auch richtig gut angezeigt. Bekommt ein Monster zusätzlich Regeneration, dann wird das Ganze durch so grüne Zeichen angezeigt, kann ich aber ganz kurz zeigen. Wenn das der Zaun mal wieder nicht kaputt gegangen wäre. So, und dann schlagen wir mal dieses Schaf hier zweimal. Und wenn wir ihm jetzt den Regeneration Potion geben, dann sieht man, kommen da so grüne Zahlen raus. Das heißt, das Schaf regeneriert sich. Und jetzt sehen wir hier beispielsweise auch links einen Effekt. Und zwar ist das der Potion-Effekt. Also der Effekt des Trankes, mit dem wir den Schaf abgeworfen haben. Man sieht da die Zeit und was das für ein Effekt ist. Ich habe hier noch einen zweiten Trank, den Instant Potion of Harming und der gibt dem Schaf Damage und ihr seht, es verliert hier Damage und heilt sich gleichzeitig wieder. Also da werden dann die Effekte des Potions ganz einfach noch einmal angezeigt. Hier zum Beispiel beim Huhn bekommt es 6 Damage und dann ist es sofort mit ihm vorbei. Oder wir geben beispielsweise mal der Kuh Instant Damage und es bekommt Leben abgezogen. Okay, machen wir weiter mit dem Menü, denn man kann das Ganze noch ein bisschen umstellen. Bei mir ist das komischerweise auf der Taste Punkt. Dann kommen wir hier ins Menü und sehen dann hier links oben erstmal uns, unseren Namen, wie viel Leben wir noch haben und so weiter und so fort. Bei GUI Scale, da könnt ihr die Größe des GUIs einstellen, also GUI, die Größe des Menüs und da stellen wir einfach mal 100 ein und das ist so eine normale Größe. Dabei können wir erstmal bleiben. Enable Portrait ist, ob dieses Porträt überhaupt da sein soll und allgemein dieser ganze Bereich. Enable Potion Effects, das waren diese Tränke-Effekte, die wir da erst gesehen haben. Enable Pop-Offs, das sind diese Lebensanzeigen, die entweder grün oder rot sind. Dann können wir auch noch die Farbe umstellen, also wenn ein Tier beispielsweise Damage bekommt. Sagen wir mal, soll das Ganze blau aussehen. Versuchen wir mal, ob das geht. Drücken wir Mikes und jetzt sieht das Ganze blau aus, wenn da jemand Damage bekommt. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Menü und Heal Color könnt ihr dann dementsprechend auch festlegen. Dann gibt es noch Select Skin und zwar gibt es ein paar verschiedene Optionen der Anzeige hier. Eigentlich ist die normale aber ganz schön, also diese hier, wow-like oder was auch immer da steht. Und da könnt ihr hier auch noch ein Design auswählen, je nachdem, wie ihr es gerade möchtet.
Okay, machen wir weiter mit dem Advanced, also erweiterten Menü. Da finden wir Informationen zu den einzelnen Mobs, die es gibt. Alle Mobs sind hier aufgelistet. Ihr könnt hier zum Beispiel auch nach der lieben Kuh einmal suchen, Kau. Und dann bekommen wir hier Mushroom Kau und normale Kuh. Vanilla in dem Fall bedeutet, dass ein Mob auch im Vanilla Minecraft vorhanden ist und nicht etwa durch einen Mod hinzugefügt wurde. Denn auch das ist hier möglich. Klicken wir nun einmal Kau an, bekommen wir hier ganz viele Informationen, die Klasse, wo wir das Ganze finden können in Minecraft, dann noch den Namen, dann die Anzahl und dann können wir hier noch ein paar Dinge einstellen, wie groß das ist, dass wir den Mob ignorieren, dass er also nicht angezeigt wird hier rechts oben und weitere Einstellungen hier zu dem Mob können wir hier treffen und das geht natürlich auch mit allen anderen Mobs. Okay, mit X kommt man hier wieder raus, anders geht das nicht und das sind auch die Hauptfunktionen des Mods. Ihr seht, das Schaf bekommt Damage, wir bekommen es angezeigt. Wir können noch mal ganz kurz auf einen Server connecten. Nehmen wir mal gerade Gomme HD. Und zwar sehen wir ebenfalls, sofern der Server das Ganze installiert hat, sehen wir auch ganz genau, wenn da jemand drauf ist. Also joinen wir mal hier. Und dann können wir hier die Spiele anzeigen. Ihr seht, da wo wir hingucken, da sieht man auch schon ganz viele. Und ja, das ist im Grunde auch im Multiplayer fähig. Die Damage-Anzeige wird von Spielern nicht immer angezeigt, außer wenn der Server das dann wirklich auch unterstützt. Ich frage mich zwar gerade, warum das hier so komisch aussieht. Aber naja, ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende der Funktionen der Modifikation angekommen. Punkt. Taste ist bei mir, wie gesagt, hier wirklich die Anzeige, wie ich hier ins Menü komme. Und das war's zu diesem Mod. Funktioniert im Multiplayer. Ihr könnt von Mobs das Ganze anzeigen. Ihr seht Zahlen, wenn ihr Mobs schlagt oder sie regenerieren sich. Endermänner, nicht Endermänner, sondern Ender Dragons und Wither regenerieren sich selbst. Auch das kann man sehen. Und ja, das sind die Funktionen der Modifikation. Echt extrem praktisch. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch nun noch viel Spaß mit der Installation. Die Installation der Modifikation ist natürlich extrem einfach und zwar durch den Minecraft Version Changer. Diesen führen wir einmal ganz kurz aus, klicken auf Ausführen, warten dann einen ganz kurzen Moment den Ladebalken ab und maximieren uns mal den Minecraft Version Changer. Jetzt wählen wir unsere aktuelle Minecraft-Version hier links aus, bekommen eine kleine Beschreibung der Verbesserungen oder Neuerungen der Version und können dann hier Mods installieren. Zuallererst installieren wir uns den Modloader für den Mod und zwar ist das Forge. Ein Doppelklick auf Forge genügt und er ist schon unten bei gewählte Mods. Jetzt suchen wir nach Damage Indicator oder einfach nach Damage oder was auch immer ihr suchen möchtet. Dann machen wir da einen Doppelklick drauf, ist bei gewählte Mods und dann brauchen wir nur noch auf Version ändern klicken und schon ist es vollbracht. Ein XP-Geräusch beglückt uns. Wir klicken auf Minecraft starten und werden jetzt garantiert wieder ein paar Probleme mit dem Vollbildmodus bekommen. Aber naja, wir haben die Mod schon erfolgreich auf unserem Minecraft.jar installiert und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Sage tschüss, bis zum nächsten Video von The Miners 07 in Kooperation mit dem Team vom Minecraft Version Changer. Oh, und da kann ich es euch nochmal ganz kurz zeigen. Mods. Und hier haben wir Damage Indicators. Er wurde also installiert und jetzt wirklich tschüss, bis zum nächsten Video von The Miners 07.